Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 37, Antrag der Fraktion der SPD, Hessen, Land der fairen Entlohnung. Hessen braucht einen Mindestlohn von 13 €, 2021/21. Das Wort hat der Kollege Decke, SPD-Fraktion. Wolfgang, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für uns alle hier im Haus muss der Grundsatz gelten, wer Vollzeit arbeitet, muss von seinem Lohn auch leben können und einen Rentenanspruch über der Grundsicherung haben, meine Damen und Herren. Und mit einem tariflich geregelten hessischen Mindestentgelt wollen wir einen weiteren wichtigen Schritt hin zu mehr fairer Entlohnung machen. Und wir fordern Sie alle auf, in diesem Haus diesen Schritt mit uns zu gehen. Es ist klar, dass die Schaffung von Fairness auf dem Arbeitsmarkt, von guter Lohnstruktur, von starker Tarifbindung nicht von alleine kommt. Dafür muss man schon etwas tun. Und natürlich sind wir dankbar für das, was in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden ist. Ich rufe in Erinnerung den gesetzlichen Mindestlohn, das Tarifstärkungsgesetz, das Rückkehrrecht in Vollzeit oder auch die aktuelle Entwicklung im Bereich der Entlohnung in der Pflege. Übrigens, meine Damen und Herren, alles Initiativen, die von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ausgegangen sind. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Ja, die haben das auf den Weg gebracht. Es tut mir leid, aber man soll immer bei der Wahrheit bleiben. Ja, das kann man auch mal zugeben. Nein, meine Damen und Herren, wir sagen aber auch klar und deutlich, darauf wollen wir und darauf dürfen wir uns auch nicht ausruhen, Kolleginnen und Kollegen. Und das gilt insbesondere auch für dieses Haus. Und da darf man sich nicht einfach zurücklehnen und zugucken, was die Bundesregierung, was der Bundestag alles so macht, ganz nach dem Motto, das geht uns nichts an, das ist alles allein Bundessache. Nein, meine Damen und Herren, das ist es nicht. Auch das Land Hessen kann in seinem Einflussbereich hier sehr wohl etwas bewegen, und das muss es auch tun. Und das setzt dann allerdings auch voraus, meine Damen und Herren, dass man das auch wirklich will. Und deshalb sagen wir heute hier in diesem Haus, wir wollen, dass das Land mit einem mutigen Schritt vorangeht. Und wir haben ja gerade gestern in der Haushaltsdebatte, von Wirtschaftsminister Al-Wazir wieder einmal gehört, dass in Hessen alles Spitze ist. Die Wirtschaft ist Spitze, der Arbeitsmarkt ist Spitze. Die Steuerkraft ist Spitze, die Steuereinnahmen und so on, alles gut, alles auf einem wunderbaren Weg. Ich frage mich, meine Damen und Herren, warum denn alles in der Welt Sie dann jetzt in diesem konkreten Punkt so zauderlich und so ablehnend sind. Und ich frage mich, warum haben Sie uns denn den Haushaltsantrag dazu abgelehnt? Das passt alles nicht zusammen an der Stelle. Und selbstverständlich, als Vorsitzender des Haushaltsausschusses ehre ich natürlich jeden Cent und jeden Euro. Aber, meine Damen und Herren, diese 500.000 Euro sind bei einem, angesichts eines Haushaltsvolumens von beinahe 30 Milliarden Euro sind doch wirklich ein läppischer Klacks, oder? Da sind wir uns doch wirklich einig. Und, unsere Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser hat in der Generaldebatte am Dienstag, der wir übrigens sehr dankbar sind dafür, dass sie die Initiative angestoßen hat, auf Hamburg und auf Brandenburg verwiesen. In Hamburg hat man sich auf den Weg gemacht, eine faire Löhne-Initiative zu starten, und in Brandenburg 13 € bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Es scheint doch zu gehen, meine Damen und Herren. Warum soll denn das in Hessen nicht auch gehen? Das fragen wir uns an der Stelle. Nein, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen jetzt hier auch sehr deutlich in diesem Hause, mit unserem Antrag nehmen wir Sie heute hier in die Pflicht. Wir wollen von Ihnen wissen, ob Sie bereit sind, auch in diesem Bereich soziale Verantwortung zu übernehmen. Und wir wollen von Ihnen wissen, ob Sie bereit sind, in Ihrem Einflussbereich einen Beitrag für ein Land der fairen Entlohnung zu leisten oder ob Sie das nicht wollen. Dazu müssen Sie heute Farbe bekennen. Ich bin mir nahezu sicher, dass jetzt irgendjemand von Ihnen uns erklären wird, warum das jetzt alles nicht geht. Da gilt der alte nordhessische Grundsatz, geht nicht, gibt's nicht, meine Damen und Herren. Das geht nämlich sehr wohl. Und selbstverständlich haben wir uns natürlich auch ein Stück weit rückversichert. Wir haben über dieses doch sehr wichtige Thema natürlich auch Rücksprache mit den Gewerkschaften genommen. Und soll ich Ihnen was sagen? Die unterstützen diese Initiative ausdrücklich, meine Damen und Herren. Und da können Sie auch gerne mal, da können Sie gerne,
Da können Sie gerne auch den DGB-Landesvorsitzenden Hessen-Thüringen fragen oder auch den Verdi-Landesbezirksleiter. Die werden Ihnen diese Auskunft gerne erteilen. Die finden es nämlich ein starkes Zeichen, das auf tariflichen Wege zu regeln. Und im Übrigen würden wir mit einer solchen tariflichen Regelung auch gar nicht mit dem Mindestlohngesetz in Konflikt kommen. Das könnten wir ganz sauber regeln, und zwar nebeneinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist also machbar, da beißt die Maus keinen Faden ab. Man muss es eben nur wollen. Und darauf kommt es an. Schauen Sie mal auf die jüngsten Tarifabschlüsse, die wir gerade jetzt vor kurzem haben wir hier diskutiert. Kollegin Wissler erinnert sich noch, wir standen hier vorne, der privaten Omnibusbetriebe. Das war ein Quantensprung in einer tariflichen Entwicklung. Und wenn die sich das trauen, dann muss doch das riesengroße Land Hessen auch den Mut dazu haben, oder? Lassen Sie uns einfach damit beginnen bei den unmittelbar beim Land Hessen Beschäftigten. Wir wissen, dass das wahrscheinlich keine große Zahl ist, ja? Weil das sind nicht mehr allzu viele, die jetzt weniger als 13 € verdienen. Aber darauf kommt es nicht an. Man muss zeigen, dass man es ernst meint, meine Damen und Herren. Und das gilt natürlich dann nicht nur für die Entgeltgruppen, das sehen wir dann auch für den gesamten Beamtenbereich. Das heißt, die Beamtenbesoldung selbstverständlich müsste dann auch entsprechend angeglichen werden. Und vielleicht erhöht das dann auch das Interesse bei dem einen oder anderen, doch in den öffentlichen Dienst, in den einfachen mittleren Dienst wieder einzutreten, denn die suchen auch dringend Leute. Noch interessanter wird es dann allerdings, wenn wir in den Bereich der Beschäftigten öffentlicher Unternehmen, um die Beschäftigten in Tochtergesellschaften oder um die Beschäftigten in sonstigen Einrichtungen kommen, in denen das Land Einflussmöglichkeiten hat. Denn doch dürfte die Zahl der Betroffenen dann, glaube ich, schon wesentlich größer sein. Wir wollen übrigens auch, dass wir in der öffentlichen Auftragsvergabe endgültig wegkommen von Niedriglöhnen. Ich sage ziemlich klar für meine Fraktion, damit muss langsam Schluss sein. Die öffentliche Hand muss Niedriglöhnen einen Riegel vorschieben. Und deshalb der Einstieg in der untersten Tarifentgeltgruppe TVH natürlich auch mit der Perspektive 13 €. Aber alles Weitere dazu wird Ihnen unsere Fraktionskollegin Elke Barth in Bälde dann hier verdeutlichen in diesem Haus. Meine Damen und Herren, ich liege wahrscheinlich nicht falsch mit der Einschätzung, dass unser Antrag heute hier keine Mehrheit finden wird. Bedauerlich und unverständlich genug. Sollten Sie allerdings die Einschätzung haben, dass wir in der Sache hartnäckig bleiben, dann liegen Sie vollkommen richtig. Das werden wir nämlich, meine Damen und Herren. Und das machen wir genauso wie damals in der Debatte um die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Sie erinnern sich, und früher oder später kriegen wir Sie auch hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wissen Sie auch, warum? Weil wir wollen, meine Damen und Herren, weil wir wollen, dass kein unmittelbar beim Land Beschäftigter künftig mit weniger als 13 € nach Hause geht, und weil wir damit ein wichtiges Signal in den gesamten hessischen Arbeitsmarkt senden wollen, meine Damen und Herren. Und, Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Vielen Dank, Herr Präsident, zum Schluss. Sie sollten sich jetzt also genau überlegen, wenn Sie das ablehnen, welches Signal Sie in den Arbeitsmarkt senden wollen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Decke. Das Wort hat der Abg. Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei dem Gesetzesantrag der SPD werden wir das Gefühl nicht los, dass man bei Ihnen die Fälle wegschwimmen sieht. Die AWO fest im Nacken setzt und Sie mit aller Kraft nun versuchen, bei den Arbeitnehmern in Hessen zu punkten. Was für eine Verzweiflungstat! Und es ist nicht die erste, denn wir haben bereits mehrfach über eine Erhöhung des Mindestlohnes hier im Hessischen Landtag gesprochen. Diesmal geht es also darum, erhöhten Mindestlohn für alle Beschäftigten in Hessen gelten zu lassen, die in einem Beschäftigungsverhältnis des Landes stehen. Ihr Antrag geht allerdings noch weiter. Sie möchten ebenfalls, dass diese Erhöhung des Mindestlohnes gleichzeitig auch für die Beschäftigten in sonstigen Einrichtungen in Hessen gilt und deren Tochterunternehmen, in denen das Land Hessen Einflussmöglichkeit hat. Damit hebeln Sie nun politisch noch weiter die Tarifautonomie aus und gehen auch dort einen weiteren Schritt. Sie möchten sogar, dass der Hessische Landtag sich dafür ausspricht, öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen zu vergeben,
deren Beschäftigten einen Lohn erhalten, der mindestens der niedrigsten Entgeltgruppe des DVH entspricht. Als Ziel sehen Sie auch hier die perspektivische Erreichung der 13 € Mindestlohn pro Stunde und gehen damit sogar das Risiko ein, dass Unternehmen, die ihre Mitarbeiter unterschiedlich nach Leistung bezahlen, die höheren Stundenlöhne abschmelzen, um die niedrigeren Löhne wiederum nach oben zu setzen, um auf diese Weise ihre Forderungen zu erfüllen. Die SPD beweist ein weiteres Mal, dass sie keinerlei Kenntnisse von betriebswirtschaftlichen Vorgängen hat und einzig öffentlichkeitswirksam versucht, sich in Szene zu setzen, ohne die weiteren Auswirkungen ihrer Versuche, soziale Gerechtigkeit zu erreichen, überblicken zu können. Sie schreiben in Ihrer Begründung bereits im ersten Satz, dass im Jahr 2015 gegen alle Widerstände ein gesetzlicher Mindestlohn auf Bundesebene durchgesetzt wurde und bezeichnen das als Erfolgsgeschichte. Sie vergessen allerdings zu erwähnen, Herr Decker, wahrscheinlich eine immerwährende Gedächtnislücke bei der SPD, dass der Mindestlohn nur notwendig wurde, weil immer mehr Beschäftigte sich von Gewerkschaften nicht mehr vertreten fühlten. Und diese zudem, ich sage es gerne immer wieder, nur noch zum Wurmfortsatz der SPD geworden sind und im gleichen Atemzug auch viele Unternehmen sich aus den Unternehmensverbänden herausgezogen haben. Aus der damaligen Politik der SPD entwickelte sich seit Gerhard Schröder nun einmal der Niedergang jeglichen vernünftigen Lohngefüges. Und es begann, ob Sie es wahrhaben möchten oder nicht, der entsprechende Konkurrenzdruck im Niedriglohnsektor mitsamt der Problematik von Scheinselbstständigkeit und Subunternehmen. Letzteres Problem lösen Sie im Übrigen mit Ihrem Antrag hier und heute nicht. Ihr Antrag ist somit erneut nur der Versuch zu glätten, was Sie selbst verbockt haben. Aber das ist Ihnen natürlich völlig klar. In Ihrer Begründung haben Sie allerdings einen Satz, den wir unterstützen, da er die Tarifautonomie stärkt und damit am Ende auch die Beschäftigten in unserem Land. Deshalb geht es in erster Linie darum, die Tarifanbindung weiter zu stärken und auszubauen. Isoliert betrachtet ist das ein Satz, den wir unterschreiben, der aber nun einmal nichts mit einer Erhöhung des Mindestlohns zu tun haben kann. Oder aber, hoch lebe der demokratische Sozialismus nach der SPD, am Ende haben alle gleich viel heraus, egal was sie an Stundenlöhnen verdienen. Denn in Ihrem Antrag ist erneut keine Rede davon, den sogenannten Mittelstandsbauch bei den Steuern abzusenken, damit untere und mittlere Einkommen zu entlasten und damit die um ein Vierfaches stärkere Steigerung der Belastung im unteren Einkommensbereich durch die progressive Steuersteigerung abzuschaffen. Das wäre in der Tat ein sozialdemokratisches Ziel allererster Güte. Was die öffentliche Auftragsvergabe angeht, so wird das ein sehr spannender Punkt. Denn wir alle wissen um die Problematik in vielen wirtschaftlichen Bereichen, überhaupt Firmen zu bekommen, die die notwendigen Tätigkeiten ausüben. Und wir alle wissen ebenfalls, dass dabei natürlich auch Firmen aus dem europäischen Ausland beschäftigt werden. Wie Sie den Spagat hinbekommen möchten, diese auf einen Mindestlohn von 13 € pro Stunde zu fixieren, mögen Sie uns in einer stillen Stunde erklären. Ebenfalls wäre es hilfreich, uns mitzuteilen, wie sich denn die Wettbewerbssituation verhält, wenn die deutschen Unternehmen sich nun daran halten, Unternehmen aus dem europäischen Ausland aber nicht überprüft werden können. Meine Damen und Herren von der SPD, wir geben Ihnen allerdings in noch einem Satz völlig recht. Wer Vollzeit arbeitet, muss von seinem Lohn auch leben können und einen Rentenanspruch über der Grundsicherung haben. Dann allerdings zu denken, dass ein tariflich geregelter Mindestlohn von 13 € pro Stunde hilfreich ist, kann nur von völligem Unwissen um die Lebenssituation von den Menschen in unserem Land geprägt sein. Bei rund 2.000 € brutto bleiben jemanden mit Steuerklasse 1 1.400 € netto. Bei rund 1.500 € brutto bleiben jemanden mit Steuerklasse 1 1.100 € netto. Von den 500 € mehr, die mit einer Erhöhung des Mindestlohns einhergehen, bleiben dem Arbeitnehmer am Ende nur noch 300 € übrig. Damit werden den Beschäftigten also 40% seiner Erhöhung wieder weggenommen. Und exakt an diesem Punkt sollte die Politik tatsächlich einmal ansetzen. Nur noch zu den Renten, die durch die Erhöhung des Mindestlohnes eben nicht dergestalt hoch werden, dass man damit ein auskömmliches Leben haben kann. Bei 2.000 € Bruttoverdienst nach 40 Jahren der Einzahlung, was die wenigsten erreichen, aber wir gehen mal davon aus, bleiben rund 800 € Rente. Bei 1.500 € brutto nach 40 Jahren bleiben rund 600 € Rente. Beides führt, meine Damen und Herren von der SPD, einen Rentner schlicht in die Altersarmut.
Ihr Antrag ist pure Augenwischerei und populistisch. Das Problem der niedrigen Rentenzahlungen lösen wir in Wahrheit. Das Problem der niedrigeren Rentenzahlungen lösen wir in Wahrheit somit allein durch eine höhere Qualifizierung der Menschen in unserem Land und entsprechenden Angeboten an Arbeitsplätzen, die höhere Entlohnungen ermöglichen und zugleich eine Absenkung der Steuern des Mittelstandes. Die Stärkung des Mittelstandes ist somit die sozialste und beste Politik, die Politiker betreiben können. Und genau das ist der Ansatz der Alternative für Deutschland, der besten Partei in unserem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Das Wort hat der Abg. Felix Martin, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine angemessene, eine faire Entlohnung ist Garant für ein selbstbestimmtes Leben und zugleich eine deutliche Anerkennung für die erbrachte Arbeitsleistung. Hessen, Land der fairen Entlohnung, so hat die SPD ihren Antrag übertilgt. Und in der Tat, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Zielvorstellung kann ich mich nur anschließen. Gestatten Sie mir aber zum konkreten Vorschlag einige Anmerkungen. Erstens. Die Einführung eines bundesweiten Mindestlohns von mittlerweile 9,35 Euro war ein bedeutender und ein wegweisender Schritt. Wenn Sie daran möchten, liebe Kollegen von der SPD, dann fordern Sie doch bitte Ihre Bundestagsfraktion und Ihren Bundesarbeitsminister auf, diesen bundesweiten Mindestlohn für alle entsprechend anzuheben. Die Unterstützung der GRÜNEN haben Sie. Aber inwiefern unterscheidet sich denn der Vorschlag, den Sie uns heute machen, vom bundesweiten Mindestlohn? Wir können in Hessen keinen allgemeingültigen Mindestlohn einführen. Ein solcher Mindestlohn, den wir einführen können, betrifft ausschließlich Beschäftigte des Landes Hessen. Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Von der Einführung des bundesweiten Mindestlohns haben allerdings maßgeblich diejenigen ArbeitnehmerInnen profitiert, die unter keinen Tarifvertrag fallen. Die Beschäftigten des Landes Hessen hingegen fallen unter den TVH. Die Verhandlungsergebnisse werden in der Regel übertragen auf die Beamten des Landes. Deshalb betrachte ich in meinen Ausführungen auch die Tarifsituation des Landes. Zweitens. Der SPD erzählt uns seit vielen Jahren, Hessen solle den hessischen Sonderweg beenden und zurückkehren in die Tarifgemeinschaft der Länder. Und für eine Rückkehr gibt es in der Tat gute Gründe. Die Gewinnung von engagierten und qualifizierten Beschäftigten ist eine Aufgabe, vor der alle Bundesländer stehen. Sinnvollerweise tun sie dies gemeinsam und nicht gegeneinander. Deshalb wollen wir auch ausloten, inwiefern Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehren kann. Hessen ist in der Tat das einzige deutsche Bundesland, das eigene Tarifverhandlungen führt. Ich möchte aber doch erwähnen, dass wir dies nicht ohne Erfolg tun, und zwar für Beschäftigte und für das Land. Volker Geier, Verhandlungsführer des Beamtenbundes, hat zum Abschluss der letzten Tarifverhandlungen im vergangenen Jahr gesagt, und ich zitiere ihn wörtlich, mit dieser Tarifeinigung ist ein fairer Kompromiss gelungen. Hessen bleibt damit als Arbeitgeber nicht nur konkurrenzfähig, sondern kann sogar eigene positive Akzente setzen. Und diese positiven Akzente bringen mich zu meiner dritten Anmerkung. Hessen konnte in den vergangenen Jahren zahlreiche hessenspezifische Besonderheiten für unsere Beschäftigten installieren. Ich nenne exemplarisch unsere Kinderzulage, die Fachkräftezulage, unsere Eingruppierungsregelungen oder auch die stufengleiche Höhergruppierung. Und von diesen hessenspezifischen Besonderheiten gibt es inzwischen über 150. Über 150 Vorteile, Besonderheiten, die es im Flächentarif der Länder nicht gibt. Nicht unerwähnt lassen will ich natürlich auch unser Landesticket. Damit können unsere Beschäftigten in ganz Hessen kostenfrei Bus und Bahn fahren. Ihre Kinder können sie kostenlos mitnehmen, und am Wochenende ist die ganze Familie kostenlos mobil. Mit dem Landesticket sparen unsere Beschäftigten bares Geld, und besonders schlagen sich die eingesparten Gelder natürlich bei den Beschäftigten nieder, die sich in den unteren Einkommensgruppen befinden. Das Landesticket ist für unsere Beschäftigten gut, es spart ihnen Geld, es ist gut für die Umwelt, und damit ist das Landesticket auch gut für Hessen. Viertens. Je mehr Hessen-Spezifika in unserem Tarifvertrag enthalten ist, desto schwerer ist es, zurückzukehren in den Tarifvertrag der Länder. Selbstverständlich wollen unsere Beschäftigten die vielen Vorteile und auch das bewährte Landesticket nicht mehr missen. Genauso verständlich finde ich aber, dass andere Länder nicht bereit sind, automatisch alles, was Hessen eingeführt hat, auch sofort einzuführen. Auch deshalb ist eine mögliche Rückkehr Hessens in den Tarifvertrag der Länder ein komplizierter Prozess.
Fünftens. Wir, CDU und GRÜNE, haben uns in unserem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir uns diesen Prozess annehmen und mit der TDL darüber sprechen, ob und wie Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehren kann. Genau dies hat der Innenminister im Mai letzten Jahres getan. In einer Kleinen Anfrage hieß es, dass angesichts der vielfältigen Vorteile des Hessentarifs die Prüfung einer möglichen Rückkehr in die TDL eine komplexe Fragestellung sei. Aufgrund der unterschiedlichen Länderinteressen müsse die Frage, ob, inwieweit und gegebenenfalls auch über welchen Zeitraum Hessen wieder zurückkehren kann in den TDL-Flächentarif und die verschiedenen Besonderheiten Hessens integriert werden können in den TDL-Vertrag, über einen gewissen Zeitraum müsse die TDL-Mitgliederversammlung diese Fragestellung klären. Und genau diese Frage bleibt auch abzuwarten. Fakt ist aber, je stärker sich der Hessentarif vom TDL-Flächentarif unterscheidet, desto schwieriger ist eine Rückkehrung Hessens in die Tarifgemeinschaft. Ein hessenspezifischer Mindestlohn ist ein enormer Unterschied im Vergleich zu anderen Ländern. Es ist nicht einer von 150 Unterschieden, es ist ein ganz gravierender Unterschied, der eine Zurückkehr Hessens in die Tarifgemeinschaft der Länder massiv erschweren würde. Meine Damen und Herren von der SPD, Ihr vorgeschlagener hessenspezifischer Mindestlohn ist genau der hessische Sonderweg, den Sie vor Kurzem noch kritisiert haben. Sechstens. In Ihrem Antrag fordern Sie, den Mindestlohn spätestens zum 1. Juli dieses Jahres einzuführen. Der letzte geschlossene Tarifvertrag gilt aber noch bis September 2021. Ich begreife eine gemeinsam getroffene Vereinbarung zwischen den beiden Tarifpartnern, also Land und Beamtenbund, als ein hohes Gut. Und in diesem Vertrag sind auch noch weitere Lohnsteigerungen enthalten zum 1. Februar dieses Jahres und zum 1. Januar des folgenden Jahres. Auch deshalb kann und will ich den Tarifpartnern nicht vorschlagen, den Tarifvertrag vorzeitig aufzukündigen. Siebtens. Kann man die Entlohnung in Hessen 1:1 vergleichen mit der Entlohnung in anderen Ländern und im Flächentarifvertrag? Nein, das kann man nicht. Die konkrete Anhebung der Löhne und Gehälter ist zwar in der Regel gleich und die Tarifergebnisse sind in der Regel ähnlich. Allerdings müssen natürlich die Vorteile des Hessentarifs beachtet werden, denn die wirken sich direkt auf den Geldbeutel unserer Beschäftigten aus. In Hessen gibt es z.B. pro Kind und Monat 100 € Kinderzulage, ab dem dritten Kind sogar etwas mehr als 150. Das unterstreicht die Familienfreundlichkeit Hessens als Arbeitgeber. Und das spüren alle Eltern ganz konkret im Landesdienst in ihrem Geldbeutel. Und auch das kostenfreie Landesticket spart unseren Beschäftigten bares Geld. Ich möchte zum Abschluss meiner Ausführungen noch einmal etwas grundsätzlicher werden. Sollte sich denn Hessen überhaupt einmischen in die Tarifverhandlungen zwischen Land und Beamtenbund? Bisher galt der Grundsatz, wir mischen uns nicht in Tarifautonomie ein. Das ist in erster Linie Sache der Tarifpartner, Zitat Günter Rudolph vom 4. April 2019. Und der Herr Kollege Rudolph hat vollkommen recht. Der Hessische Landtag sollte sich nicht einmischen in die Tarifverhandlungen. Das ist Sache der Tarifpartner. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Christian Heinz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. In einem gebe ich dem Kollegen Decker gerne recht. Es gibt beim Thema faire Entlohnung in diesem Land nach wie vor auch noch einiges zu tun. Es gibt nach wie vor prekäre Arbeitsverhältnisse. Ich denke vor allem auch an vermeintlich Selbstständige, die jedem hier Maus vermutlich begegnen, wenn sie Pakete zum Teil beliefert bekommen von Subunternehmern. Es gibt auf dem Bau Subunternehmer, die Menschen beschäftigen, die die Arbeitszeit nicht richtig erfassen. All das will ich nicht in Abrede stellen. Im Gegenteil, da ist auch viel zu tun für die Politik, insbesondere auch für den Zoll und für andere, die das Ganze zu kontrollieren und zu vollziehen haben. Es gibt auch, das hat der Kollege Martin angesprochen, es gibt inzwischen den gesetzlichen Mindestlohn. Über den wird aber nicht so einfach entschieden, wie Sie das hier glauben, tun zu können, eben mal durch einen Parlamentsbeschluss, sondern dort gibt es eine Kommission, die zusammengesetzt ist aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die das für gewisse Zeiträume festlegen und damit ganz gut gefahren sind. Dieser Mindestlohn liegt, wie Herr Martin eben gesagt hat, bei 9,35 €, um es noch einmal festzuhalten. Jetzt kommen wir aber zu Ihrem Antrag. Sie beschäftigen sich ja mit dem sich der Hessische Landtag in diesem Bereich überhaupt beschäftigen kann, die originär Beschäftigten des Landes Hessen. Da haben wir zwei Gruppen. Einmal haben wir die Tarifbeschäftigten. Dann würde ich sagen, schauen wir in den TVH doch einmal rein.
Da werden Sie allenfalls noch ganz wenige finden, die noch unter den 13 € liegen. Erfreulicherweise ist ja am Samstag steht ja die nächste Erhöhung an. Mit der aktuellen Tarifrunde waren die Gewerkschaften auch hochzufrieden. Die haben 8% ausgehandelt. Das ist beachtlich. 3,2% mehr gibt es allein jetzt übermorgen. Und der Tarifvertrag, der läuft auch noch bis September 2021. Im Frühjahr sind wir ganz gut damit gefahren, dass wir nicht während laufender Tarifverträge schon neue Forderungen oder Positionen hier aufgemacht haben, sondern wir haben abgewartet, bis der Tarifvertrag ausläuft. Dann wird die Landesregierung verhandeln, die wird dann abschließen, und dann kann man das Ganze auch diesen Abschluss dann hier gemeinsam politisch bewerten. So, bei dem Verfahren würde ich auch ganz gerne bleiben. Schauen wir uns an den Bereich der Beamtinnen und Beamten in Hessen. Sie sagen, Sie wollen, dass durch eine besondere Besoldungsanpassung die hessischen Beamten auf 13 € brutto angehoben werden. Da kann ich nur sagen, der liebe Gott schütze die hessischen Beamtinnen und Beamten vor der Sozialdemokratie. Denn schauen wir doch einmal in die Besoldungstabelle. Ab Februar, ab 1. Februar, also ab übermorgen, erhält ein Beamter der Besoldungsgruppe A5. A1 bis A4 sind hier schon lange entfallen. Wir steigen eine ganz kleine Gruppe gibt es noch, die überhaupt nach A5 vergütet wird. Die meisten im mittleren Dienst steigen auch dort schon höher ein. Bekommt dort brutto im Monat 2.210,99 €. Zuzüglich doch der 5% monatliche Sonderzuwendung kommen Sie auf ein Jahresbrutto von 27.858 €. Wie gesagt, A5, unterste Stufe, unterste Erfahrungsstufe 1, in der Sie normalerweise, wenn überhaupt, ein Jahr nur drin verharren. Teilen Sie das dann durch 52 Wochen und die 41 Stunden. Ich schenke Ihnen auch noch die Stunde, die auf dem Arbeitszeitkonto ohnehin noch gut geschrieben wird. Wir haben ja faktisch über das Leben hinweg gesehen eine 40-Stunden-Woche. Dann kommen Sie schon auf 13,06 € in der Stunde. Wie gesagt, für den allerungünstigsten Fall. Das heißt, den Beamten, den Sie glauben, auf die 13 € anheben zu müssen in Hessen, den gibt es überhaupt gar nicht. Den müssen Sie sich ausgedacht haben oder Sie haben nicht richtig nachgerechnet. Und in den Antrag, da mischen Sie dann auch noch Regeln zur Vergabe hinein. Ich möchte erst einmal festhalten, wir haben ein Tariftreue- und Vergabegesetz in Hessen. Wir haben ein Tariftreue- und Vergabegesetz. Wenn Ihnen der Inhalt dort nicht passt, dann können wir im Gesetzgebungsverfahren dort über Änderungen sprechen. Aber diese allgemeine Deklaration, die Sie hier einbringen, die rührt vieles zusammen. Also Sie packen ganz konkret in diesen Antrag vier Dinge zusammen. Sie nehmen die Beschäftigten des Landes, da gibt es einen laufenden Tarifvertrag, dann nehmen Sie die Beamtinnen und Beamten. Da gibt es diesen Fall überhaupt gar nicht, den Sie regeln wollen. Dann haben Sie die Vergabe- und Tariftreue. Das wird in einem eigenen Gesetzgebungsverfahren, nicht durch eine Deklaration geregelt. Und dann haben Sie noch die landeseigenen Gesellschaften und dort, wo das Land als Auftragnehmer tätig wird. Wenn Sie sich damit näher befassen, werden Sie sehen, dass Sie da relativ schnell auch an rechtliche Grenzen kommen, was Sie hier regeln können und was Sie nicht regeln können. Es gibt aber auch das Faktische inzwischen, wo das Land als Auftraggeber auftritt. Das ist häufig im Bereich Bau und anderen Branchen. Dort haben Sie längst branchenspezifische Mindestlöhne, die deutlich über den 13 € liegen. In der Baubranche ist eine Fachkraft bei gut 15 € inzwischen eingepreist. Dachdeckergeselle hat schon den tariflichen Mindestlohn von 13,20 €. Das Gleiche gilt für Gesellen im Malerhandwerk. Da liegt er bei 13,30 €. Und die Realität, insbesondere hier im Rhein-Main-Gebiet, ist, dass sehr viele Beschäftigte zu Recht auch gar nicht mehr bereit sind, überhaupt für diesen Lohn tätig zu werden, weil der Markt eben schon längst mehr hergibt. Meine Damen und Herren, die Sozialdemokratie hat eine große Geschichte, auch im Kampf um Gerechtigkeit. Aber ich glaube, in dem Fall hier liegen Sie etwas schief und haben ein Problem, was es nach wie vor gibt, verkürzt und auch auf einen Bereich projiziert, in dem kein Regelungsbedarf ist. Das wahre Problem der Niedriglöhne, das liegt ganz woanders, in der Leih- und Zeitarbeits-, Logistikbranche und anderen Dingen. Das sind überwiegend Fragen auch der Bundespolitik, wo es auch politische Auseinandersetzungen gibt, was man dort machen kann und was man nicht machen kann. Wir sollten uns im Landtag aber weiterhin mit dem Einflussbereich des Landes Hessen beschäftigen. Und für den kann ich festhalten, das, was hier zu regeln ist, das ist geregelt. Wir haben einen sehr ordentlichen laufenden Tarifvertrag, der die hessischen Beschäftigten in vielen Bereichen viel besser stellt als Beschäftigte in anderen Ländern. Wir haben Beamtinnen und Beamten, die sehr ordentlich hier alimentiert werden, selbst auf der alleruntersten Stufe schon längst über den 13 € plus eine viel bessere Altersversorgung, als sie ein Tarifbeschäftigter jemals bekommen kann. Wir haben in den Tarifverträgen eine Zusatzversorgung schon immer hier tradiert festgehalten, sodass das Problem Altersarmut deutlich abgemildert ist, bis kaum existent ist bei Menschen, die ihr komplettes Leben im öffentlichen Dienst verbracht haben.
Und dann halten Sie uns ja noch leuchtende Vorbilder vor, wenn Sie den Brandenburger Antrag lesen. Der hat nichts mit dem Hessischen zu tun. Sie sagen immer, in Brandenburg, die machen es auch. Da ist der gesamte Bereich der eigenen Beschäftigten überhaupt gar nicht überhaupt nur drin erwähnt. Die beschäftigen sich dort mit einer ganz anderen Materie. Und dann haben wir noch, vielleicht noch zum Abschluss, dann haben wir ja so das Beste, die beste aller Welten, zumindest aus SPD und linker Sicht, nämlich das Land Bremen. Dort regieren Sie ja schon immer. Da gibt es einen sogenannten Landesmindestlohn. Wissen Sie, wo der liegt derzeit? Bei 11,13 Euro. Ne? Nein, den gibt es nicht im öffentlichen Dienst, Frau Faeser. Zeigen Sie mir den Landesmindestlohn für die eigenen Beschäftigten bei 13 Euro, den wir hier übrigens schon längst zahlen. Das stimmt einfach nicht. Ich kann Ihnen den Brandenburger Antrag, den habe ich dabei und ausgedruckt, den kann ich Ihnen zeigen. Da ist von neuen Tarifabschlüssen keine Rede davon. Es stimmt einfach schlichtweg nicht. Ich halte am Schluss fest, da die Zeit auch zu Ende ist, Hessen ist ein Land der fairen Entlohnung. Das gilt ganz besonders für den öffentlichen Dienst. Dort verdient man im Schnitt mehr als anderswo. Und auch die Hessen in der Privatwirtschaft verdienen mehr als in allen anderen Flächenländern zusammen. Das hat eine Gehaltsanalyse ergeben. Auch über die haben wir im Landtag hier vor einiger Zeit diskutiert. Niemand verdient man so viel wie in Hessen, über alle Branchen hinweg. Und ich halte noch fest, übermorgen steht bei der aktuellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst die nächste Steigerung an. 3,2% mehr gibt es ab 1. Februar. Der Februar wird ein guter Monat für alle, die für das Land Hessen tätig sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Heinz. Bevor die Frau Kollegin Wissler als Nächste sprechen wird, noch einmal eine technische Frage. Ich bin jetzt schon mehrfach jetzt angesprochen worden. Gibt es eine zweite Runde oder gibt es keine bei dieser Beratung? Wir haben ja so eine Mischung zwischen Aktueller Stunde und aktuellen Antrag. Also, ich hätte fast gesagt, mir ist egal, macht, was ihr wollt. Aber ja, es ist gewünscht worden, jetzt, dass es einmal eine zweite Runde geben kann. Ich weiß nicht, wie es vereinbart worden ist. Es wird freundschaftlich genickt von allen Seiten. Also, es muss keine zweite Runde sein, sagen wir es mal so. Aber es sind ja auch Anträge, wenn jemand eine zweite Runde machen will, dann lassen wir das auch zu, jetzt mal in dem Fall. Nur, dass wir uns da einig sind. So, jetzt kommt die Janine Wissler. Bitte sehr. Janine, du hast das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir begrüßen den Antrag der SPD für einen hessischen Mindestlohn von 13 €, denn das wäre ein notwendiger Schritt für gute Arbeit, für höhere Löhne und gegen Lohndumping und Niedriglöhne. Das ist dringend notwendig. Von Arbeit muss man leben können. Und wer jeden Tag arbeiten geht, der darf nicht am Ende des Monats Angst haben, dass er nicht über die Runden kommt. Und der darf auch nicht Angst haben müssen vor Altersarmut, meine Damen und Herren. Wir haben hier im Landtag ja schon einmal einen Anlauf für einen Landesmindestlohn gestartet. Wir haben mal als LINKE einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und natürlich freut es uns, dass die SPD uns an der Stelle jetzt zur Seite springt. Und wir haben ja auch gerade gesehen, dass in Berlin der Landesmindestlohn auf 12,50 Euro gerade erhöht wurde, dass auch andere Länder wie Bremen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern haben Landesmindestlöhne auf unterschiedlichen Niveaus. Wir reden hier also mitnichten von einem hessischen Sonderweg, wenn wir das so machen würden, sondern es gibt einige Länder, auch Länder, in denen die Grünen mitregieren, in denen es Landesmindestlöhne gibt und die dort ja auch umgesetzt sind. Und für Hessen sind 13 Euro sicher nicht zu hoch gegriffen. Wenn man sich die Lebenshaltungskosten betrachtet, dann ist es so, dass bundesweit zwischen 12 und 13 Euro Stundenlohn bei Vollzeitarbeit etwa dem Lohn entsprechen, mit dem man knapp über der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Und wohlgemerkt ein bundesweiter Wert. Wenn man sich anschaut, die Preise im Rhein-Main-Gebiet, die Mieten im Rhein-Main-Gebiet, dann ist 13 Euro sicher nicht zu hoch gegriffen, meine Damen und Herren. Und wir liegen hier auch etwa bei dem Betrag, der im Schnitt der Lebenszeit benötigt wird, um im Alter die Rente nicht auf die Grundsicherung aufstocken zu müssen. Und das ist auch sicher nicht zu viel für Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen.
Und das hat eben auch nicht nur etwas mit Geld zu tun, das muss man ja auch mal sagen, sondern das hat eben auch etwas mit Würde zu tun, ob Menschen, die zum gesellschaftlichen Reichtum beitragen, die wichtige Aufgaben für diese Gesellschaft übernehmen, dass die angemessen entlohnt werden und dass Arbeit nicht so billig ist wie Dreck. Weil es Menschen eben auch die Würde nimmt, wenn sie gezwungen sind, trotz Vollzeitjobs aufzustocken oder nach Feierabend noch einem zweiten Job nachzugehen. Das gilt für die Busfahrerin und für den Pfleger, das gilt für die Verkäuferin und für Beschäftigte in der Gastronomie und für viele andere auch. Und es gibt einen Bereich von Beschäftigung, da kann das Land Hessen eben direkt beeinflussen, wie viel dort verdient wird. Und das sind eben die Menschen, die für das Land Hessen arbeiten, die in landeseigenen Unternehmen und Gesellschaften arbeiten. Und mindestens bei denen müssen wir doch dafür sorgen, dass sie genug verdienen, um davon leben zu können, um ihre Familie versorgen zu können und keine Angst vor Altersarmut haben zu müssen. Und deshalb natürlich, und es ist ja schön, wenn wir uns da auch einig sind, darf doch im Landesdienst niemand weniger verdienen als 13 € die Stunde. Und auch in den unteren Lohngruppen darf niemand weniger verdienen. Und natürlich ist das auch besonders relevant beim Einkauf und bei der Beauftragung von Dienstleistungen im öffentlichen Auftrag. Es kann doch nicht sein, dass Unternehmen, die keine Tariflöhne zahlen, dass Unternehmen, die Niedriglöhne bezahlen an ihre Beschäftigten, deren Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass die Leute zu wenig verdienen und am Ende auf Kosten der Allgemeinheit vielleicht noch aufstocken müssen, dass diese Unternehmen auch noch belohnt werden durch öffentliche Aufträge. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Während die anderen Unternehmen, die vernünftige Löhne bezahlen, die soziale Standards einhalten, bei Ausschreibungen benachteiligt sind, weil sie einfach höhere Preise haben. Natürlich haben sie höhere Preise, weil sie eben auch vernünftig kalkulieren. Und das hat etwas mit Respekt und Anerkennung für Arbeit zu tun, meine Damen und Herren. Und ja, Herr Martin, uns würde das auch freuen, wenn insbesondere die SPD sich in der Bundesregierung dafür einsetzen würde, dass man die Anpassungsmechanismen für den gesetzlichen Mindestlohn bundesweit reformiert und dass dieser möglichst zügig zumindest in die Nähe eines existenzsicheren Niveaus zu bringen ist. Weil natürlich sind 9,35 € sind nicht existenzsicher. Und da sind natürlich CDU, CSU und die SPD in Berlin in der Pflicht, hier bundesweit eine andere Regelung zu schaffen. Aber das heißt doch nicht, dass solange das nicht der Fall ist, dass wir uns in Hessen zurücklehnen können und sagen können, sollen die mal machen. Sondern natürlich heißt das doch nicht, dass wir in Hessen nicht an den Stellen, wo wir wirklich direkt etwas beeinflussen können, nicht auch direkt etwas zum Guten bewegen können. Und da bin ich wieder bei dem Thema Vergabegesetz und bei dem Thema öffentlicher Aufträge. Weil die Marktmacht der öffentlichen Hand ist groß. Und natürlich kann man damit Standards für ganze Branchen effektiv heben, wie z.B. im Bereich des Baus. Und davon würden sehr viele Menschen profitieren. Und wir haben hier ja in den letzten Jahren mehrfach Entwürfe vorgelegt für ein besseres Vergabegesetz. Wir als LINKE, die SPD hat es auch gemacht, die von der Mehrheit immer abgelehnt wurden. Und dabei wäre das doch dringend notwendig, dass der Staat nur Dienstleistungen einkauft, die unter sozial und ökologisch vernünftigen Bedingungen angeboten und geleistet werden, meine Damen und Herren. Und da ist das derzeitige Vergabegesetz ist doch vollkommen wirkungslos. Es gibt so gut wie keine Kontrollen. Es baut auf Selbstverpflichtungen. Und es lässt doch die Möglichkeit, die ganzen Vorschriften zu unterlaufen. Man muss doch nur als Auftragnehmer seinen Auftrag an Subunternehmen abgeben. Und schauen, haftet man für überhaupt nichts mehr. Da können die Subunternehmer zahlen, was sie wollen und tun, was sie wollen. Der Generalunternehmer ist aus der Haftung. Dazu haben Sie leider nichts gesagt. Aber das ist doch das Problem, dass dieses Vergabegesetz in der Praxis überhaupt nichts hilft. Und es zeigt sich doch, wenn wir uns die Stundenlöhne im Bau anschauen, die unter dem Durchschnitt der anderen Bundesländer liegen, dann zeigt sich doch, dass wir in Hessen offensichtlich ein Problem haben, meine Damen und Herren. Gut, und wir müssen natürlich diskutieren über die genaue Umsetzung eines solchen Landesmindestlohns. Wichtig wäre, dass es wirklich als eine rechtsverbindliche Untergrenze wirkt, gerade in Branchenunternehmen, die keine wirksamen Tarifvereinbarungen haben, dass es eben wirklich diejenigen erreicht, die auch darauf angewiesen sind. Deswegen
Das könnte real die Bedingungen für die Menschen verbessern. Wir brauchen natürlich auch einen Mechanismus zur Erhöhung des Landesmindestlohns, weil sonst reißt die Inflation die Schwelle in wenigen Jahren wieder unter die Armutsschwelle. Und wir brauchen natürlich, wirksame Kontrollen, damit der Landesmindestlohn nicht verpufft. Und deshalb, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, entscheidend wäre aber zunächst einmal der politische Wille. Wenn eine Mehrheit im Haus sagt, ja, keiner soll trotz Arbeit so wenig verdienen, dass er im Alter armutsgefährdet ist, und dann sollte man das umsetzen, und zwar sowohl bei den Menschen, die direkt beim Land Hessen arbeiten, als auch bei Menschen in Unternehmen, die Aufträge vom Land Hessen bekommen. Ich bin der Meinung, wir sollten das einfach machen. Wir sind in jedem Fall dabei und halten den Vorstoß für sinnvoll. Wir sollten hier eine gesetzliche Regelung finden. Und jeder, der der Meinung ist, dass man von Arbeit leben können sollte, sollte eine Initiative in diese Richtung auch unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Dr. Stefan Naas, FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die SPD hat ein Evergreen aufgerufen. Das hat der Kollegin Wissler noch einmal die Chance gegeben, ihre übliche Schallplatte abzuspielen. Aber ja, ich hätte erwartet, wenigstens, Frau Kollegin Wissler, dass Sie mit dem Änderungsantrag kommen und sagen, es müssen 14 oder 15 oder 20 € sein, weil Sie grenzen sich ja sonst gar nicht mehr gegen die SPD ab, wenn die SPD weiter nach links rückt. Wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie sind so eine stolze Partei. Und ich dachte eigentlich, dass wir gemeinsam für die Tarifautonomie weiter kämpfen, weil das etwas ist, was unser Land auszeichnet. Wissen Sie, Sie haben den... Ich glaube, dass das unser Land nach wie vor auszeichnet. Und ich glaube, dass das unser Land stark macht. Und ich glaube auch, dass wir daran festhalten sollten. Ich will Ihnen den einzigen richtigen Satz Ihres Antrags dazu mal vorlesen. Da heißt es nämlich, denn auf Dauer garantieren nur ordentliche Tarifverträge und gute Löhne und Arbeitsplatzbedingungen und damit die Chance auf eine auskömmliche Altersversorgung. Nämlich genau ordentliche Tarifverträge. Und ordentliche Tarifverträge gibt es durch vernünftige Ausbalancierung zwischen starken Gewerkschaften. Dafür kämpfen wir aber auch starken Arbeitgeberverbänden. Und dass das funktioniert, hat doch der Kollege Heinz wunderbar dargestellt. 8% gibt es mehr. Sie haben ja Mühe, überhaupt noch eine Tarifgruppe in Hessen zu finden, für die Ihre Regelung gelten soll, nämlich nur für die Tarifgruppe 5 und da auch nur die ersten beiden Stufen. Und wenn jetzt die Tarifsteigerung kommt, dann gibt es überhaupt keinen Anwendungsfall mehr. Dann müssen Sie ja wieder nachziehen. Nur dann müssen Sie mir einmal die Frage beantworten, welcher Mindestlohn eigentlich gelten soll. Ihr Mindestlohn auf Bundesebene von 9,35 €, Ihr Mindestlohn, den Sie als Gesamtpartei fordern, von 12 € bei der SPD, oder der hessische Mindestlohn von 13 €. Ich glaube, dass das Schritte auf einer abschüssigen Bahn sind. Sie wissen ganz genau, dass es durch solche Regelungen es einen Flickenteppich gibt an Mindestlöhnen zwischen Brandenburg, Hessen, wen auch immer. Wer bietet mehr, wäre dann die richtige Frage. Sie wissen auch, dass die Schwarzarbeit steigen wird. Und Sie wissen auch, dass Sie am Ende nicht mehr, sondern weniger Gerechtigkeit haben werden, weil die Hürde, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, immer größer wird. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kollege Heinz hat das richtig gesagt. Am Ende ist es ein reiner Schaufensterantrag. Warum halten wir nicht an dem fest, was sich bewährt hat? Warum stärken Sie nicht Ihre alten Freunde bei der Gewerkschaft, Ihre Vorfeldorganisation? Warum laufen die Ihnen weg? Warum müssen Sie überhaupt zu diesem Mittel greifen? Und warum muss es an Lieber Herr Kollege Warnecke, Sie können ja die zweite Runde nutzen. Ich freue mich darauf. Oder Sie müssen deutlicher sprechen, weil ich höre Sie hier vorne nicht. Ich will nur eins noch einmal sagen.
Wir halten an der sozialen Marktwirtschaft fest, und wir halten an der Tarifautonomie fest. Ich muss an dieser Stelle ausdrücklich den Kollegen Heinz loben. Für uns wird es das in Hessen diesen Flickenteppich nicht geben. Und für uns wird es auch nicht ein Ausscheren aus unserem Grundsatz geben. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will vorab sagen, dass die Stärkung und der Ausbau der Tarifbindung für die Hessische Landesregierung ausdrücklich sehr wichtig ist und dass aus unserer Sicht gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen auf der Grundlage von ordentlichen Tarifverträgen den Beschäftigten einen auskömmlichen Lebensunterhalt sichern sollen und natürlich auch Grundlage für einen fairen Wettbewerb hier bei uns in Hessen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, an dieser Stelle ist die Landesregierung, ist sicherlich auch die Koalition, an der Seite grundsätzlich der SPD. Das ist keine Frage. Da gibt es keinen Streit. Aber wenn man den Antrag Ziffer für Ziffer durchgeht, dann stellt man fest, dass die Wirklichkeit halt immer ein bisschen schwieriger ist, als es sich mal eben auf einem Parteitag beschließen oder in einem Landtagsantrag ausdrücken lässt. Ich bin dem Kollegen Felix Martin und dem Kollegen Christian Heinz ausdrücklich dankbar, dass sie in der heutigen Debatte wieder bewiesen haben, dass der Lieblingssatz des Ministerpräsidenten stimmt. Vertiefte Sachkenntnis behindert die fröhliche Debatte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie fordern einen tariflich geregelten hessischen Mindestlohn von 13 € für alle Beschäftigten des Landes Hessen. Das finde ich spannend. Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Die SPD hat in allen Landtagswahlprogrammen seit 2008 die Rückkehr des Landes in die TDL gefordert. Und sie fordert jetzt hier die Landesregierung auf, eine weitere Abweichung im TVH zu verhandeln, der natürlich eine Rückkehr in die TDL zusätzlich immer schwieriger machen würde. Ich habe da wirklich die Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, was gilt denn nun aus Ihrer Sicht? Soll denn das Land Hessen aus Ihrer Sicht in die TDL zurückkehren, oder soll die Landesregierung mit den Gewerkschaften aushandeln, weitere Verbesserungen im TVH, die natürlich dafür sorgen, dass man in die TDL eigentlich irgendwann gar nicht mehr wirklich zurück kann? Mich würde es einfach wirklich interessieren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Und das, ja, weil es ist am Ende eine Frage, die ja Sie vielleicht auch interessiert. Und natürlich will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, gibt es auch, Sie stärken, sagen ja ausdrücklich, Tarifautonomie ist etwas Wichtiges. Und ich darf darauf hinweisen, wir haben einen laufenden Tarifvertrag. Und dieser Tarifvertrag läuft bis 2021. Das heißt, Sie wollen doch jetzt nicht sozusagen an dieser Stelle uns auffordern, diesen Tarifvertrag vorzeitig zu kündigen. Das wäre ein sehr ungewöhnlicher Akt, wenn ich das einmal vorsichtig sagen würde. Auch da ist es sehr wichtig, wenn man sich gerade, wenn man die Tarifautonomie hochhält, vorher überlegt, was man fordert, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder des Landtags. So, und jetzt, es ist schon angesprochen worden, im Beamtenbereich gibt es keinen Anwendungsfall mehr. Der einfache Dienst in Hessen ist abgeschafft, Kollege Decker. Den gibt es nicht mehr. Und das ist auch richtig so aus meiner Sicht. Stichwort, wie gehen wir an dieser Stelle um? Und ich sage das ausdrücklich. Ich bin hier vor vielen, vielen Jahren mal Abgeordneter geworden und habe daran mitgearbeitet, dass die zweigeteilte Laufbahn bei der Polizei eingeführt wurde. Stichwort gehobener und höherer Dienst. Und jetzt gibt es darunter nur noch den mittleren Dienst. Den einfachen Dienst gibt es nicht mehr. Das heißt, die allererste Stufe, die ein Beamter haben kann, ist A5 Stufe 1 in der Erfahrungsstufe. Kollege Heinz hat es vorgetragen. Und da gibt es übermorgen die nächste Stufe der Tariferhöhung, die wir letztes Jahr verabredet haben, und dann ist jeder, wirklich jeder in der alleruntersten Besoldungsgruppe, in der allerersten Erfahrungsstufe schon über ihren 13 € in Hessen. Zweiter Punkt ist, im Tarifbereich gibt es das noch. Das betrifft nicht sehr viele. E1 Stufe 1, natürlich.
Aber auch da gilt, wenn am Ende in Tarifverhandlungen über die Frage geredet wird, was sich da verändern soll oder nicht, dann wird das Gegenstand von Tarifverhandlungen sein. Klammer auf, wenn wir noch selbst welche führen, da sind wir wieder beim ersten Problem. Aber die Frage ist natürlich auch an dieser Stelle, das betrifft dann nicht nur die, sondern dann kommt die nächste Frage, Lohnabstand der höheren Gruppen. Das war übrigens bei der Polizei genauso. Nach Einführung der zweigeteilten Laufbahn hat man sich jahrelang mit Nachschlüsselungen beschäftigt, nach dem Motto, soll ja wieder sozusagen Abstand der Vorgesetzten eintreten mit allem, was dazugehört, muss man sich gut überlegen. Aber das ist dann halt deutlich mehr als 500.000 €, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wie gesagt, deswegen ist es gut, wenn man sich in Tarifverhandlungen damit beschäftigt. Aber die finden nach gegenwärtigem Stand, wenn sie denn nach Sicht der SPD jetzt weiter stattfinden sollen in Hessen, erst wieder im Ende nächsten Jahres statt. Und insofern ist das sicherlich ein Punkt, wo man sich auch da genau überlegen muss, was man fordert. Bei der Anwendung auf die Zuwendungsempfänger ist eine schwierige Frage. In der Regel finden bereits über die entsprechenden Bewirtschaftungsvermerke in Wirtschaftsplänen der TVH Anwendung. Also, das muss man wissen. Das muss man wissen in der Regel. Und da gibt es dann jetzt zur spannenden rechtlichen Frage, und das ist nicht so einfach. Wenn Sie jetzt sagen, am besten noch einen landesgesetzlichen Mindestlohn, eine spannende Frage. Das ist dann die Frage, kann man das in eigenen Gesetzen regeln? Können wir das überhaupt? Nein, Sie haben ja gesagt, wir sollen, das ist Ziffer 4 Ihres Antrags, Herr Decker, ich habe den genau gelesen, da sollen wir das im HVTG regeln. Und da ist die spannende Frage, dürfen wir das überhaupt? Stichwort konkurrierende Gesetzgebung. Achtung, Achtung, wir können sagen, Tarifverträge gelten, aber die Frage, ob wir da einen anderen Mindestlohn reinschreiben dürfen als den gesetzlichen Mindestlohn, der bundesweit gilt. Nein, es gibt auch richterliche Entscheidungen in bestimmten Bundesländern, die sagen, das geht nicht, weil der Bund einen gesetzlichen, die machen das, Kollegin Wissler, aber es ist bisher obergerichtlich nicht geklärt, ob das überhaupt geht. Darauf weise ich hin, weil Frau Wissler, tut mir ja leid, ist ja, wie gesagt, vertiefte Sachkenntnis behindert die fröhliche Debatte. Der Bund hat ein Bundesmindestlohngesetz beschlossen, und dann gibt es Leute, die sagen, konkurrierende Gesetzgebung, damit gilt das. Dann gibt es andere vier Länder, die das bisher gemacht haben, die sagen, man kann es doch, und es gibt unterschiedliche Gerichtsentscheidungen. So, ich weise nur darauf hin, ganz so einfach, wie Sie sich das vorstellen, ist es eben nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, Achtung, komme ich zum eigentlichen Punkt, mit dem ich auch angefangen habe, Stichwort starke Tarifverträge. Sie sagen, dass am Ende die Tarifverträge ja offensichtlich nicht wirken, sonst würden Sie ja nicht nach eigenen Mindestlohnregelungen suchen. Und ich will Ihnen an dieser Stelle, weil es auch angesprochen worden ist, die Busfahrer mal nennen. Glauben Sie denn, dass Verdi, Kollegin Faeser, das ist wirklich eines Ihrer Kernthemen, ich versuche gerade, mich ernsthaft mit Ihren Argumenten auseinanderzusetzen, glauben Sie denn wirklich, dass die Busfahrer, die Busfahrer und in dem Fall Verdi mit einem inzwischen sehr hohen Organisationsgrad in diesem Bereich, der ja nicht unbedingt zu den Höchstbezahlten gehört, das ist auch ungewöhnlich, glauben Sie denn, dass Verdi und die Busfahrer in Hessen diese Verhandlungsmacht erreicht hätten, wenn wir nicht gesagt hätten, dass wir sagen, es muss nach Tarif bezahlt werden? Und dann können Sie sehen, dass an dieser Stelle natürlich der Staat auch helfen kann, dass starke Gewerkschaften und starke Arbeitgeberverbände am Ende ordentliche Tarifverträge machen. Aber aus meiner Sicht ist dieser Weg dann doch am Ende der bessere. Und deswegen diskutieren wir im Ausschuss über viele Fragen. Im Sozialausschuss, Sie haben ja also der Top 1 und 2, Ziffer 1 und 2 wären eher innen gewesen, Top 3 ist eher Finanzen, Top 4 ist eher Wirtschaft, und Sie geben es in den Sozialausschuss. Bitte sehr, wir diskutieren gerne über alles. Auch der Kollege Klose im Sozialausschuss macht das sehr gerne. Aber wie gesagt, Achtung, schauen Sie sich bitte die Einzelheiten an, bevor Sie hier so locker, flockig, fröhliche Debatten führen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Decke. Herr Präsident,
meine Damen und Herren, zunächst erst einmal herzlichen Dank für die großzügige Regelung, dass wir da noch einmal ein paar Worte zu sagen dürfen. Ich bedanke mich auch bei den PGFs. Ich stelle fest, dass unser Antrag doch mächtig Schwung heute Morgen in die Bude gebracht hat. Ich stelle fest, dass wir eigentlich damit auf einem guten Weg sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die meisten Argumente, die hier dagegen vorgebracht worden sind, die kann man ganz locker als Argumente auch dafür nehmen, weil das eine das andere ja nicht ausschließt. Lassen Sie mich zum Schluss, ich versuche mal ein paar Gedanken zu entwickeln zu meinen Vorrednern. Herr Minister, Sie hatten eben den Absatz 4 erwähnt und Eingriff, ich weiß nicht, in Mindestlohngesetz und sonst was. Das stimmt ja gar nicht. Hier steht lediglich drin, dass wir den Lohn der Beschäftigten halten, der mindestens der niedrigsten Entgeltgruppe des TVH entspricht. Das ist nicht der TVH selbst. Und insofern beißt sich das nicht, und das ist exakt das, was Brandenburg gemacht hat. Da gab es auch keine Probleme mit dem Mindestlohngesetz. Das ist völlig klar gewesen. Ja? Und nur mal das zur Erhellung. Ich mische das jetzt mal ein bisschen in meiner Antwort. Das ist teilweise vom Kollegen Heinz gesagt worden. Das war so ein bisschen, kam so ein bisschen belehrend daher, so ein bisschen lächerlich machend. Ich gebe mal ein bisschen Erhellung. Selbstverständlich wissen wir, das hatte ich in meiner Rede erwähnt, dass wir bei den unmittelbar beim Land Beschäftigten wahrscheinlich nur noch ganz wenig erreichen. Das ist doch gut so, dass die inzwischen schon in einem guten Tarif liegen. Das ist ja nicht zu bemängeln. Das hatte ich ausdrücklich gesagt. Und wenn jetzt die unterste Beamtenstufe, die es noch gibt, jetzt mit der nächsten Tarife, mit der nächsten Besoldungserhöhung in ein, zwei Monaten auch drüber rutscht, dann ist das auch gut. Finden wir auch ganz große Klasse. Wobei wir uns noch einmal gerne zusammensetzen, weil ich glaube, wir haben eine kleine Diskrepanz über den Bruttolohn, weil wir müssen mal genau angucken, welchen monatlichen Stundensatz setzen wir denn da an. Und da könnte es sein, dass wir ein bisschen auseinanderlegen, weil Beamte ein bisschen mehr arbeiten müssen als Tarifangestellte. Und da könnte es wieder zurückwirken. Aber das ist eine Kleinigkeit. Aber darüber müssen wir nicht streiten. Nein, meine Damen und Herren, vieles ist möglich. Man muss nur mit den Gewerkschaften darüber reden. Und Kollege Martin, Sie haben gesagt, es gibt den geltenden Tarifvertrag. Ja, natürlich gibt es den. Aber glauben Sie im Ernst, wenn der Innenminister als unser Tarifführer auf der Arbeitgeberseite morgen anruft bei dem Landesbezirksleiter von Verdi und sagt, lieber Landesbezirksleiter, ich möchte gerne Tarif erhöhen, dass der sagt, das will ich aber nicht machen, weil der alte Vertrag noch gilt. Hören Sie mal, das glauben Sie selber nicht. Also das ist doch lächerlich. Ja? Und wir haben ja mit den Gewerkschaften darüber gesprochen. Kollege Naas, Tarifautonomie. Selbstverständlich, aber jetzt erklären Sie mir mal, wo der Widerspruch ist. Ist Ihnen eigentlich Folgendes aufgefallen? Wir reden über einen Tarif zwischen dem Land Hessen als Arbeitgeber und auf der anderen Seite die Gewerkschaften. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass wir hier nicht in Tarifautonomie eingreifen, sondern weil wir Tarifpartner sind? Wer vertritt denn das Land Hessen? Der Landtag und der wiederum durch seinen Minister. Wir sind Tarifpartner. Insofern greife ich Ihnen gar nichts ein. Müsste Ihnen doch eigentlich mal klar geworden sein an der Stelle, oder? Ja, na, logisch, klar, natürlich. Und wenn der Landtag sagt, wir wollen nicht mehr haben, dass es unter 13 € bezahlt wird, dann hat einer der Tarifpartnerseite das für sich festgelegt. Und ja, was heißt denn das Gefüge? Und die Gewerkschaften auf der anderen Seite sagen, das finden wir gut. Also ich glaube, da liegen Sie ein bisschen auf dem Holzweg mit Ihrem Argument. Da liegen Sie auf dem Holzweg. Und ansonsten einen letzten Satz noch zu dem Herrn Richter. Normalerweise wäre ich mit Ihnen nicht nach vorne gegangen, weil das rückwärtsgewandte Propaganda war mit wenig Substanz. Das kennen wir hier, das kennen wir von Ihnen. Und ich sage Ihnen an der Stelle mal sehr deutlich, ich sage Ihnen, passen Sie mal auf, vernünftige Argumente ist das Stichwort. Der Herr Richter hat nicht ein vernünftiges Argument in der Sache gebracht. Nicht ein Argument. Und ich sage Ihnen, Sie haben in Sachen Arbeitsmarktpolitik, und Rentenpolitik überhaupt kein eigenes Konzept. Das steht fest, meine Damen und Herren. Und Sie haben in einer der letzten Sitzungen, Sie haben in, Herr Präsident, ich würde den Herrn Lambrou bitten, mich ausreden zu lassen. Also, meine Damen und Herren, bitte etwas friedlich und gestalten Sie Ihre Erregung parlamentarisch, dann ist das viel vernünftiger. Kollege Decker, bitte. Herr Präsident, ich bin dabei. Und Sie haben in einer der letzten Sitzungen, auch gestern erst noch immer davon gesprochen, dass Sie sich nur als Schutzmacht des Mittelstandes und als zutiefst wirtschaftsfreundlich verstehen. Ich konnte hier nicht feststellen, dass Sie hier zutiefst arbeitgeberfreundlich waren und ein Herz für den kleinen Mann haben und für die, die wenig Löhne verdienen. Sonst hätten Sie einfach zustimmen können, haben Sie nicht gemacht. Aber der Rest ist nicht der Rede wert. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Richter, AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr Decker, Propaganda war einzig und allein Ihr Antrag. Propaganda war, hier etwas zu fordern, wo zwei Fraktionen im Hessischen Landtag Ihnen, oder Sie mit zwei Fraktionen, also die LINKEN und die SPD, Ihnen zugestimmt haben. Der Rest hat ähnlich argumentiert wie ich. Wenn Sie jetzt sagen, ich hätte keine Argumente gehabt, dann habe ich Ihnen eine Menge, ich habe Ihnen eine Menge Argumente entgegengebracht, zum Beispiel auch die Absenkung des Mittelstandsbauches, worauf die SPD sich nicht einlässt, weil Sie nämlich bei den ganzen Lohnerhöhungen Steuern wieder auch von den Menschen abpressen, genau wie das die CDU von den Kommunen macht, um dann am Ende mit diesen Steuern, die Sie einnehmen, wieder Ihre Verteilungskämpfe zu führen. Herr Decker, wenn Sie uns als AfD vorwerfen, wir hätten kein Konzept, sage ich Ihnen das noch einmal. Die SPD hatte ein Konzept, selbstverständlich. Das war die Agenda 2010, die zu all dem geführt hat, warum Sie heute überhaupt Anträge diesbezüglich stellen müssen. Herr Decker, Entschuldigung. Wir werden mit Sicherheit kein Konzept herausbringen, welches dem der Agenda 2010 entspricht. Das werden wir mit Sicherheit nicht machen. Und das Konzept ist, Tarifautonomie hochzuhalten. Das ist das Konzept. Sorgen Sie für starke Gewerkschaften und sorgen Sie nicht dafür, dass die Gewerkschaften nur der mit Ihnen laufende Wurmfortsatz der Antifa ist, damit Sie gegen uns demonstrieren können. Etwas anderes fällt der SPD hier nicht mehr ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Abg. Wister von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will auf den Vorredner gar nicht weiter eingehen. Ich glaube, es wird immer deutlich, dass die AfD auf keine Fragen dieser Zeit irgendwelche vernünftigen Antworten hat. Und bei der sozialen Frage sind Sie auch eine vollkommene Nullnummer. Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil, Herr Minister Al-Wazir, Sie gesagt haben, es sei ja unklar, ob der Landesmindestlohn vor Gerichten Bestand hätte. Ja, jetzt bin ich grundsätzlich schon der Meinung, dass man sich die Frage stellen sollte, ob gesetzliche Regelungen, die man macht, am Ende vor Gerichten Bestand hält. Hätte jemand wie Herr Bundesverkehrsminister Scheuer das gemacht, hätte man viel Geld sparen können, zum Beispiel. Aber im Fall des Landesmindestlohns ist es mir wirklich nicht ganz klar, welche Urteile Sie meinen. Weil ich stelle jetzt fest, wir haben Landesmindestlöhne in Ländern wie in Berlin, in Brandenburg, in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Bremen. Wenn ich an Urteile aus diesem Bereich denke, fällt mir natürlich das Rüffert-Urteil aus dem Jahr 2008 ein, das Urteil des EuGH, die damals gesagt haben, dass ein vergabespezifischer Mindestlohn oder die Tariftreue im Vergabegesetz von Niedersachsen nicht europarechtskonform gewesen ist. Das ist damals ein Urteil gewesen, das ja zu ziemlich viel Entsetzen gesorgt hat, wo der EuGH aber im November 2015 seine Rechtsprechung ja auch korrigiert hat und gesagt hat, ein vergabespezifischer Mindestlohn sei europarechtskonform. Das ist die Aussage des EuGH. Also von daher europarechtlich. Bitte? Der europarechtlich ist. Ja, ich rede gerade vom Vergaberecht. Das war ja die Frage. Der Landesmindestlohn beinhaltet ja mehrere Punkte. Das eine ist nämlich die eigene öffentliche Dienst. Da haben wir jetzt festgestellt, dass sich bei den Beamten die Frage so nicht stellt. Im öffentlichen Dienst, natürlich hat das Land da die Möglichkeit, selber was zu machen. Aber der Schwerpunkt des Landesmindestlohns ist doch natürlich der Bereich der öffentlichen Vergabe. Das ist doch der Schwerpunkt dessen, weil wir natürlich in den meisten Lohngruppen glücklicherweise im öffentlichen Dienst ja darüber sind. Trotzdem finde ich, dass Credo, keiner darf beim Land weniger verdienen als 13 € die Stunde, vollkommen richtig. Und das ist der Kernpunkt der Landesmindestlöhne, die wir ja haben. Und ich will nur sagen, Schleswig-Holstein zum Beispiel hatte auch einen Landesmindestlohn. Die hatten den Mindestlohn nämlich an der untersten Vergütungsgruppe auch das TVL orientiert. Die hatten genau diese Regelung. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sie noch haben, weil ich weiß, dass damals der Koalitionsvertrag von CDU, FDP und Grünen die Abschaffung des Landesmindestlohns damals vorgesehen hat. Ich bin nicht sicher, ob es jetzt schon umgesetzt
gesetzt worden ist, stand auf jeden Fall im Koalitionsvertrag, ist zu befürchten, dass man mit solchen schlechten Dingen dann relativ schnell ist. Also von daher ist mir nicht klar, welche Urteile Sie meinen. Und ich finde an der Stelle, wenn es so viele Bundesländer gibt, die einen landesspezifischen Mindestlohn haben, ja, einen Landesmindestlohn haben, ja, dann finde ich, kann man es am Ende, wenn wir das Gesetz nicht machen, kann es ja gar nicht gerichtlich überprüft werden. Ja, also von daher, wir haben ein Urteil vom EuGH, dass es europarechtskonform ist, und wir haben viele verschiedene Bundesländer, die es machen. Und ich will mal ganz ehrlich sagen, also die Widerstände, die gab es doch gegen den gesetzlichen Mindestlohn doch ganz genauso. Also wie hat die rechte Seite des Hauses damals, okay, damals war es noch eine andere, es war noch ganz rechts noch nicht dabei, aber wie hat die, wir haben die Fraktionen damals gewarnt vor dem gesetzlichen Mindestlohn, und das sei ein Eingriff in die Tarifautonomie, und das könnte und die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände, und das ginge alles nicht, und das würde Arbeitsplätze gefährden und sonst was. Nichts ist passiert, sondern was passiert ist, ist, dass Menschen heute nicht mehr für 3, 4, 5 € die Stunde arbeiten müssen. Beziehungsweise teilweise müssen sie es immer noch, weil die Kontrollen zu schlecht sind. Aber zumindest dürfen sie nicht mehr legal für 3, 4 oder 5 € die Stunde arbeiten. Und deswegen finde ich, ein reiches Land wie Hessen, von dem wir gestern die letzten Tage wieder festgestellt haben, dass es ihm wirtschaftlich gut geht, da finde ich, muss man sich doch keine Debatte darüber leisten, ob es zu viel ist, wenn Menschen in diesem Land 13 € die Stunde verdienen. Am besten alle, mindestens aber die, die vom Land Hessen Aufträge bekommen oder fürs Land Hessen arbeiten. Vielen Dank, Frau Abg. Wissler. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen können wir die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 37 beenden und den Antrag in den SIA überweisen. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, IAA aus schwerer Schlag für Automobil- und Messestandort Hessen, Drucksache 20-2144. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 40 und die Redezeit beträgt 5 Minuten und wird dann nach Top 8 aufgerufen, wurde mir signalisiert. Sind alle mit einverstanden? Dann machen wir das so.